Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge gehe ich auf die Thematik ein, warum Affirmationen alleine nichts bringen. Let's go! Affirmationen, das sind sozusagen positive Bestärkungen, die natürlich immer eine gute Basis darstellen. Ja? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel unsicher ist und sich selber ermutigen möchte, etwas Neues auszuprobieren, ein bisschen aus sich herauszukommen, selbstbewusster aufzutreten, dann sind diese positiven Selbstbestärkungen natürlich der erste Schritt. Ja? Also da gibt es ja auch viel Content auf YouTube, positive Affirmationen, auch in Kombination mit Meditationen, mit Musik und allem drum und dran. Aber ich muss dazu sagen, dass die meisten Menschen den Fehler machen oder den Mindset-Fehler begehen, in Anführungsstrichen, dass sie glauben, dass alleine mit positiven Affirmationen ihr Leben sich verändert. Also sie schreiben sich dann vielleicht auf Post-its oder auf irgendwelche Zettel, ich bin reich oder ich bin selbstbewusst, ich bin, keine Ahnung, erfolgreich, ja, irgendwie sowas, was sie sich eben wünschen, und dann kleben sie sich das beispielsweise auf den Spiegel oder irgendwo hin. Aber in ihrem Leben ändert sich nichts. Und warum ist das so? Naja, es nützt nichts, wenn du dich vor den Spiegel stellst oder allgemein dir im Alltag sagst, dass du reich bist, dass du erfolgreich bist, dass du selbstbewusst bist, aber unterbewusst glaubst du es gar nicht. Ja, also du kannst dich mit deinem Bewusstsein noch so sehr anlügen oder es dir einreden, wenn du es in deinem tiefsten Inneren nicht glaubst, dann wird es nicht so sein. Also du kannst dir auch 1 Milliarde Male im Jahr sagen, dass du reich bist, du bist deswegen trotzdem nicht reich oder trotzdem nicht selbstbewusst oder trotzdem nicht erfolgreich. Ja, also verstehe mich nicht falsch, Affirmationen sind immer so der erste Schritt von Menschen, die ihr Leben ändern wollen, weil sie eben verstehen, dass alles auf der eigenen Identität basiert. Also dieses Ich bin ist das Mächtigste, was du über dich aussagen kannst. Aber wenn du es nicht glaubst und nur sagst, dann bringt das Ganze nichts. Ja, also es bringt nichts, sich zu sagen, dass man erfolgreich ist oder reich ist oder selbstbewusst oder attraktiv oder wie gesagt, was man auch immer eben haben möchte, solange man das nicht wirklich glaubt. Weil im Alltag bist du eben mit diesen um die 5% Bewusstsein unterwegs, aber die restlichen 95% sind dann dein Unterbewusstsein. Und wenn die sagen, nein, du bist nicht reich, du bist nicht erfolgreich, du bist nicht selbstbewusst, dann kannst du dir das so oft sagen, wie du möchtest? Es wird nichts ändern. Verstehst du? Also ganz viele Leute fallen da auch auf so komische Online-Coaches rein, die ihnen sagen, du musst es nur oft genug sagen und du hast es noch nicht oft genug wiederholt und dann gelingt deine Manifestation. Aber das ist ein absoluter Quatsch. Also das ist wirklich, es ist einfach nur Scam. Weil du kannst es so oft sagen, wie du willst, wenn danach keine Taten folgen, die das Ganze auch bestärken und bestätigen für dein Unterbewusstsein, wo du eben tatsächlich auch Resultate siehst, weil Ergebnisse lügen nicht, ja, dann nützt das Ganze nichts. Und was ist nun die Lösung dafür? Am besten suchst du dir Affirmationen aus, die du tatsächlich glauben kannst. Also zum Beispiel, dass du, wenn du dich jetzt nicht selbstbewusst fühlst, kannst du das Nächstbeste nehmen, die nächstbeste Formulierung, die du wirklich glauben kannst. Zum Beispiel, ich bin auf dem besten Weg dorthin, selbstbewusst zu werden und ich mache alles dafür, dass ich das auch erreiche, dieses Gefühl und dieses Wissen tief in mir drin, dass ich selbstbewusst bin oder erfolgreich oder was auch immer. Ja? Also du musst immer die Formulierung wählen, die sich für dich auch stimmig anfühlt. Weil wenn du gleich mit diesen Superlativen anfängst, dann wirst du nicht das erreichen, was du möchtest, weil dein Unterbewusstsein dir immer wieder spiegeln wird, das ist eine Lüge, es stimmt nicht. Du bist nicht selbstbewusst und du bist auch nicht reich und du bist auch nicht, keine Ahnung, ja, also füg das Wort ein, das du eben möchtest, die Eigenschaft, die du erwartest. Es ist dann eben eine enorme Lücke zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was Realität ist. Und du kannst dir etwas noch so sehr wünschen, wenn es nicht der Fall ist, wenn es nicht Realität ist, dann bist du es eben auch nicht. Also entweder ist jemand selbstbewusst oder er ist es nicht. Aber nur weil jemand auf einmal das behauptet, wird er das deswegen nicht. Egal wie oft die Person das wiederholt. Ja, also die Wiederholung alleine von Affirmationen bringt nichts. Wie gesagt, sie sind der erste Weg, der erste Schritt in die richtige Richtung, keine Frage. Aber es müssen auch Taten und Handlungen folgen. Also zum Thema Selbstbewusstsein, wenn jemand Selbstbewusstsein möchte, dann muss diese Person natürlich im Anschluss auch Dinge tun, die
dieses Gefühl bestätigen, wo sie merkt, so wow, da bin ich für mich eingestanden, da habe ich meinen Mund aufgemacht, ich habe meine Meinung geäußert oder ich habe ein sportliches Ziel erreicht, ich habe mir eine neue Fähigkeit antrainiert, eine Kompetenz gelernt. Ja, irgendetwas. Such dir da etwas aus und geh das in kleinen Schritten an. Aber niemals diese Superlative, also da gibt es ja wirklich Menschen, die dann den ganzen Tag sich diese Affirmationen vortragen, aber davon ändert sich dein Leben nicht. Also es passiert ja in der Realität dann nichts. Ja, also da gibt es, wie gesagt, ganz komische, auch bei TikTok so komische Manifestationscoaches. Und da musst du dich auch einfach immer mal fragen, was haben die denn, wenn die so tolle Manifestationscoaches sind, was haben die denn konkret dann bisher manifestiert in ihrem Leben? Das sollen sie dir mal sagen. Und dann wirst du sehen, ob die wirklich so toll manifestieren können oder nicht. Ja, also die Ergebnisse lügen ja nicht. Deswegen lass dir da nichts einreden oder dich irgendwie blöd bequatschen. Affirmationen alleine bringen nichts. Und wer sagt, du musst es nur oft genug wiederholen, der redet auch nur Unsinn. Weil Worte ohne Taten bringen nichts. Ja, du musst schon auch in die Gänge kommen. Du musst schon auch etwas bewegen und umsetzen in der Realität. Du kannst dir nicht das Leben herbeiträumen. Ja, du kannst nicht denken, nur wenn ich dran denke, dann geschieht es. Ja, oder dann passiert irgendwas. Das wäre wirklich schön, aber es ist eben nicht so. Ja, du kriegst nicht das, was du dir wünschst. Du musst schon auch selber die Initiative ergreifen und das hängt eben auch mit proaktivem Handeln zusammen, mit bewussten Entscheidungen, die du triffst, mit einer gezielt gesetzten Absicht, einer Intention und eben nicht dieses Wünschen und Hoffen. Ich beziehe mich dabei immer auch auf die Bewusstseinsskala des Dr. David Hawkins, der war ein US-Psychiater und hat eine Bewusstseinsskala hervorgebracht. Das ist eine Skala, die verschiedenste Emotionen anhand ihrer Schwingung und Frequenz aufzeigt. Ganz niedrig schwingend wäre Scham, Schuld, Angst, Depression, Neid und so weiter. Das wäre Force Energy, also Gewalt. Und die Macht, die Power Energy, beginnt so ab dem Wert 200 aufwärts. Das ist eben Mut, Neutralität, Courage, Zuversicht, Liebe, Mitgefühl, Menschlichkeit. Ja, all diese positiven Emotionen und Schwingungen. Und dazu gehört eben auch die Absicht und dieses sich wünschen und hoffen und begehren, das ist alles Force Energy, also niedrig schwingend. Ja, du kannst dir noch so viel wünschen, es wird nichts passieren. Dein Leben wird sich nicht ändern. Dagegen, wenn du wirklich was haben möchtest, was du ändern möchtest, dann musst du diese Affirmationen nehmen, aber eben auch in Kombination mit Power Energy, was bedeutet einer konkreten Intention, du musst eine Absicht verfolgen. Was möchtest du wirklich? Du möchtest selbstbewusst sein? Okay, dann sag dir nicht den ganzen Tag, ich bin selbstbewusst, sondern schau, dass du auch selbstbewusst auftrittst. Wo kannst du das üben? Wer in deinem Umfeld ist deiner Meinung nach selbstbewusst? Kannst du dir da eventuell was abschauen? Kannst du dir da Tipps holen? Kannst du dich beraten lassen? Ja, wen bewunderst du für sein Selbstbewusstsein? Wie kannst du das auf dein Leben anwenden? Wo kannst du selbstbewusst auftreten? Verstehst du? Das ist dann was ganz anderes, als sich den ganzen Tag zu sagen, ich bin selbstbewusst. Da ändert sich nichts, weil du bist trotzdem nicht selbstbewusst. Sondern du musst eine Absicht setzen und diese dann auch verfolgen, jeden Tag von Neuem. Ja, und das bedarf natürlich viel Energie und Fokus, aber letztlich bringt das dann diese gewünschten Resultate und Ergebnisse. Also alleine denken und wünschen reicht nicht, sondern du musst schon auch was tun. Also da gibt es wirklich Menschen, die leben so in ihrer Traumwelt und glauben, wenn sie genug dran denken und häufig genug darüber nachsinnen, dann kommt schon alles ihnen zugeflogen. Aber so ist das Leben nicht. Du musst in die Gänge kommen, du musst proaktiv handeln und du musst das, was du dir wünschst, dann auch leben. Und das ist eben leichter gesagt als getan. Und deswegen bleiben da viele Menschen eben in dieser ersten Phase hängen, in diesen Affirmationen. Wie gesagt, das ist der erste Schritt. Das ist gut, wenn man sich mit positiven, bestärkenden Gedanken befasst. Ja, das ist wirklich der erste Schritt, den man machen kann. Aber du darfst da nicht stehen bleiben. Und viele Menschen bleiben da stehen, die denken, ja, dann muss ich eventuell meine Affirmationen einfach noch öfter sagen. Aber du kannst den ganzen Tag dir etwas sagen, es wird trotzdem nichts ändern. Verstehst du? Du musst trotzdem den zweiten Schritt gehen und der ist immer handeln und machen. Also nur denken alleine bringt nichts. Du musst auch in die Initiative gehen und proaktiv handeln. Nicht warten, dass irgendwas kommt oder geschieht, sondern für dich selber Entscheidungen treffen und deine Ziele aktiv verfolgen. In dem Fall jetzt eben dieses Ich bin selbstbewusst. Und wie gesagt, und wie eingangs erwähnt, die Affirmationen auch anpassen an deinen Lebensstil. Wenn du weißt, du bist nicht selbstbewusst,
dann nimm die nächstbeste Formulierung, die sich eben hierbei anbietet und mit der du auch wirklich mit einem guten Gefühl rangehst und die du mit einem reinen Gewissen dir sagen kannst. Ja, also in dem Fall jetzt, ich bin auf dem besten Weg, selbstbewusst zu werden. Ich tue mir alles Mögliche, selbstbewusst zu sein. Das und das habe ich schon dafür getan, ja, weil dein Gehirn natürlich auch immer nach Beweisen sucht. Und dann kannst du dir selber auch die Gründe nennen. Ich bin selbstbewusst, weil ich habe neulich das und das gemacht. Ich habe das und das getan. Da und da habe ich den Mund aufgemacht, da hätte ich sonst geschwiegen. Ich habe mir eine neue Fähigkeit antrainiert. Ich habe mir etwas zugetraut, was ich vorher mich nie getraut habe. Ja, also du musst dir das dann auch selber bestätigen können. Ansonsten weiß dein Unterbewusstsein, es ist eine Lüge. Und dann kannst du es 1 Million Mal sagen, es stimmt trotzdem nicht. Verstehst du? Also wie gesagt, Affirmationen an sich sehr gut, aber pass sie an deine Lebensrealität an. Fang nicht zu groß an, sondern mach das in kleinen Schritten und vergiss das Handeln nicht. Weil Denken alleine, sich wünschen alleine ist Force Energy und Power Energy ist eben die bewusste Absicht. Wenn dich diese Begriffe näher interessieren und du auch mehr darüber erfahren möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, meine Podcast-Folge zum Thema Bewusstseinsskala des Dr. David Hawkins anzuhören. Diese findest du in der Beschreibung. Ansonsten viel Erfolg mit deinen Affirmationen. Keep it, Nevilla.